Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Ja, Freunde, Nightmare House 2 heißt das gute Spiel. Eine Modification zu Half-Life 2, Episode 2. Ja, so in etwa. Es ist absolut blind für mich. Ihr habt es mir schon mehrfach empfohlen. Also mehrere Leute haben mir gesagt, hey, spiel das mal. Und ja, jetzt werde ich es spielen. Es ist 100% blind. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Es sieht aber schon mal sehr einladend aus, muss ich zugeben. Und ja, ich freue mich. Ich habe mir die Option schon mal ein bisschen angeguckt. Ich werde es mal... Ja, ich werde es auf normal versuchen. Ich werde es jetzt schon bereuen, weil ich bin nicht so der Shooter-Spieler-Pro. Das muss ich leider sagen. Jeder, der mich kennt, weiß das auch. Aber sobald ein Shooter halt in Richtung Horror oder Science Fiction geht, spiele ich halt trotzdem. Mein Gott. Also wenn ihr Player-Skill sehen wollt, dann schaltet am besten jetzt ab. So, okay. Die Hälfte hat mich nun verlassen. Ansonsten, alle, die noch da sind, seid willkommen. Wir beginnen nun ein neues Spiel. Okay, wir können zwischen drei Kapiteln... Wir können gegen alle Kapitel bereits auswählen. Das ist ja irgendwie blöd, oder? Muss man die nicht normalerweise erst freispielen? Naja, egal. 7 Kapitel hat das gute Ding. Und wir fangen natürlich mit dem Prolog an. Jo. Ich bin ja mal gespannt. Half-Life übrigens habe ich durchgespielt, 1 und 2 in alle Episoden. Freue mich schon sehr auf Episode 3, wenn sie mal kommen würde. Natürlich würde ich mich über ein Half-Life 3 auch sehr, sehr freuen. Aber ich glaube, diese Modification hier geht ganz andere Wege. Viel mehr Horror und das finde ich sehr gut. Ja, ihr habt es gesehen, ich nehme auf 720p auf. Das Spiel lädt sein Zeug. Bin mal gespannt, was uns dort erwartet. Es ist wahrscheinlich in Englisch. Und nun geht's los. Okay, ihr habt selbst gelesen bzw. gehört, wir haben anscheinend einen Autounfall gebaut. Sind jetzt hier mitten in der Pampa. Super, ey. Super, die Warnlichter sind noch an. Ich kann springen, ich kann mich ducken. Ich werde natürlich jetzt erstmal mit der Steuerung warm. Mit den Maustasten kann ich derweil noch nichts machen. Natürlich, ich habe auch keine Waffe. Warum sollte ich eine haben? Ich kann nicht über mein Auto springen, das ist aber nicht so schlimm. Ich finde diese Half-Life 2 Engine nach wie vor immer noch sehr hübsch, muss ich zugeben. Gut, habe ich eine Taschenlampe? Nö, anscheinend auch nicht. Gut, dann einfach jetzt mal drauf los. Ich denke doch mal, im Intro wird jetzt noch nicht so viel passieren. Ich sehe auch schon mein Ziel. Ah, oh, schaut euch diesen geilen Vollmond an. Dieser leichte Donner und hier noch ein paar Sterne. Ach, ich liebe die Nacht. Die Nacht ist einfach so was Wunderschönes, Leute. Ich wohne ja im Dorf und kann ich nicht das als Waffe nehmen? Das wäre ganz cool eigentlich. Hätte ich so eine improvisierte Waffe. Ich glaube, das wird nix. Dann lassen wir es halt. Kann ich da rein? Ja. Oh. Was ist hier geschehen? Ich meine... Keine Ahnung, wen wir spielen. Irgendeinen Kerl. Und gehen wir doch einfach mal davon aus, alles ist gut. Wir sind in keinem Horrorspiel. Es gibt eine logische Erklärung für das, was wir dort sehen. Was ist hier geschehen? Oh, wir haben unsere erste Waffe. Sehr schön. Bam, bam, bam. Hat die auch eine sekundäre? Nein. Okay. Jo, jo, jo. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, dass ich auf normal spiele, Leute. Also, es tut mir jetzt schon leid. Ich werde übrigens als gegen... Ja, als kleinen Ausgleich dafür, dass ich... Kann ich das nehmen? Nein. Als kleinen Ausgleich dafür, dass ich jetzt auf normal mir hier die Böse gebe, werde ich dafür sehr oft quicksaven. Nehmt mir das bitte nicht übel. Okay, hier geht gar nichts. Ich kann hier auch nichts mehr zerstören. Gut. Ein Fahrrad, komm. Geh aufs Fahrrad und hau ab hier. Was willst du hier noch? Na gut. Wir haben also eine Axt. Ist ja nichts Verwerfliches. Dann müssen wir wohl weiter zu dem großen, heimlichen Haus. Was ja auch der Namensträger ist des Spiels. Beziehungsweise der Namensgeber. Ja gut. Ich fürchte, wir müssen da rein. Dieses Spiel wird jetzt... Samstags und Sonntags geben, je 20 Minuten. Wenn das durch ist, habe ich auch schon das nächste, ja, ein Indie-Game dann wieder, das ich durchspielen möchte. Aber ich verrate noch nicht mehr.
Das hat mir keiner empfohlen. Ich weiß nur, dass es das gibt, dass ich es gern spielen würde. Seid mal gespannt. So, ich habe die, meine Freunde habe ich jetzt nicht ausgeblendet. Also nicht wundern, wenn da unten rechts manchmal was erscheint. Ah, meine Nase juckt, ey. Das geht ja mal gar nicht. Ist das unten links? Ist das meine Helfanzeige? Wahrscheinlich, ne? Komm, trink ein Bier. Alles cool. Mach mal ein bisschen Randale. Ey, aufmachen! Ja, geht's hier nicht rein? Brauch ich einen Schlüssel? Oh je, es geht schon los, Leute. Hab einen Schlüssel übersehen? Liegt hier irgendwo einer? Oder kann ich hier nicht kommen? Ist doch total unlogisch, dass ich diese Dinger nicht durchbekomme, oder? Na gut, dann halt nicht. Gut, dann schauen wir uns mal weiter um. Ich kann mich auch ducken. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo was. Es ist ja oft so, dass die Leute ihre Schlüssel sonst wo verstecken. Was liegt denn hier für ein Gerümpel rum? Was war das eben für ein komisches Geräusch? Habt ihr das gehört? Na, vielleicht, weil ich so viele Tasten auf einmal gedrückt habe. Was haben wir hier? Interessiert dich nicht. Ganz komisches Geräusch. Ja, ich komme hier nicht rein. Das ist ärgerlich. Dann schauen wir uns halt nochmal um. Super, wir hängen schon im Prolog. Ich bin begeistert. Hier müssen wir vielleicht rein. Das können wir vielleicht kaputt dotzen. Yay! Oh, ja, ja, schön. Meine Nase juckt immer noch. Okay. Ja, der Nebeleffekt ist jetzt nicht so schön, gebe ich zu, aber es ist sehr dunkel hier drin. Oh, jetzt haben wir eine Lampe. Cool. Okay. Ist das wie bei Half-Life, dass die sich automatisch wieder auffüllt? Ich hoffe doch, das war nicht ich. Oh Mann, hey, so im Dunkeln, das ist fies. Das ist richtig fies. Ich schätze, wir müssen uns da ein bisschen durch die Tür schlagen. Und vielleicht finden wir hier noch was. Ich bei solchen Spielen, ich bin so der typische Sucher, mit der Hoffnung, noch irgendwas Besonderes zu finden. Auch wenn das in so einem Genre vielleicht nicht oft der Fall sein wird, dass man da auch was findet. Okay, ich glaube, ich finde hier wirklich nichts. Ja, ich hoffe, ich werde das bei YouTube auch schön anpassen, damit es für euch nicht so dunkel ist. Wobei, eine grundlegende Dunkelheit muss halt schon drin sein, weil... Okay, da muss ich mit Timing durch. Ich werde mal einen Quicksave machen. Sowas mag ich überhaupt nicht. Habe ich das schon mal erwähnt? Durch. Oh, scheiße! Okay, nichts passiert. Doch, ein bisschen Schaden habe ich bekommen. Oder habe ich das schon seitdem Fall Damage? Ich weiß es nicht. Da möchte ich nicht drin warten. So viel ist sicher. Schauen wir mal, ob hier was drin ist. Ach komm, geh kaputt. Das ist so eine typische Kiste, die kaputt geht eigentlich. Ah, vielleicht auch nicht. So, haben wir hier was Wertvolles drin? Oh, Leben. Sehr schön. Sehr gut. Komm, wasch dir mal das Gesicht. Nein? Okay, bleib schmutzig. Ah, ja, wir könnten entweder da hoch oder da rein. Ich würde sagen, wir bleiben mal erstmal im Keller. Nein, wir bleiben nicht im Keller und ich höre Wasser. Hm, egal, wir gehen. Ja klar, hier ist überall Wasser, sehe ich gerade. Okay. Ah, scheiße. Okay, das war nicht nett. Jetzt bin ich wieder dort unten. Und wir wissen jetzt auch, warum die Tür nicht aufging. Yay. Super. Oh, schaut euch an. Wir haben eine Schusswaffe, aber die würde ich mir gerne aufheben. Wir bleiben erstmal bei der Axt. So, kann ich diese... Von hier kriege ich es aber auch nicht auf. Ich mache alles kaputt her. Ah, die gehen nicht kaputt. Okay, okay, gut, dann will ich hier raus. Okay, dann nehmen wir eine Kiste und bauen uns ein Treppchen nach draußen. Dann kommen wir nämlich auch nach oben. Das ist doch der Masterplan schlechthin hier. So, ich nehme am besten gleich noch eine mit. So, zack und zack. Und jetzt noch da irgendwie drauf. So, das könnte gehen, oder? Wenn ich seitlich vielleicht... Ja, wunderbar. Okay, erstes kleines Rätsel gelöst. Ich mache Quickie. Ja. Bis jetzt ist es noch nicht so gruselig, muss ich zugeben. Och nö, warum gehst du nicht auf? Aber es liegt auch ein bisschen, ich weiß nicht, sobald man so die Shooter-Steuerung hat, so ein bisschen... Aha, hier. Ich weiß nicht, Shooter, das war auch bei Doom schon so. Der nimmt irgendwie immer automatisch den Horror. Also so ein bisschen, aber... du bist ziemlich am Arsch. Wenn du dich bewegst, dann hau ich dir den Kopf noch ein. Okay, er bewegt sich nicht. Das ist ja ekelhaft, ey. Gesicht waschen. Langsam. Nein. Die Badewanne, die ist noch okay, ne? Oh, was, was, was? Ah! Das Ding bewegt sich ja tatsächlich! Hallo! Stirb! Oh, Mann, das Ding macht mich gleich fertig. Alter! Wie fies! Ey, das Ding hat mich fast getötet! Oh, Mann. Und ich sag's noch. Du Drecksteil!
Oh Mann, okay. Boah, der war viel ausgehalten. Gefällt mir gar nicht. Hab nur noch 30 Health. Mann, vielleicht sollte ich doch besser die Schusswaffe nehmen. Wie viel Muni habe ich denn? 18. Boah, nee, ich weiß nicht, ey. Ich lass mal lieber. Okay. Ich bin ja mal gespannt, ob es in dieser Mod auch eine Geschichte geben. Das Flackern geht mir hier ganz schön auf den Keks, deswegen mache ich jetzt auch die Lampe an. Ich höre Geräusche. Schauen wir uns mal das Bild an, das gerade runtergefallen ist. Vielleicht haben die hier gewohnt, eine Familie. Hm, wer weiß. Na gut. Ah, Leben, danke. Zwar nur 20, aber besser wie nix. Okay, die Batterie hält wirklich sehr lange. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich auffüllt oder nicht. Ich müsste eigentlich sparsamer damit umgehen, falls sie sich nicht automatisch auffüllt. Ein schöner Schrank. Ein Storage Room, da werde ich wohl nicht durchkommen, oder? Nee, leider nicht. Neben Schreibtisch, ja, da will ich aber auch nicht arbeiten, ganz ehrlich. Boah, scheiße, was ist denn? Okay, okay. Okay, solange da nichts runterkommt. Ja, machen wir den Stuhl weg. Geht hier die Tür auf? Ich muss gerade mal testen. Die ist doch schon halb offen. Warum geht denn das nicht? Oh, dieses Geflacker, hallo? Das nervt mich. Da würde ich lieber im Dunkeln mit der Lampe rumrennen. Okay, da geht gar nichts. Und hier ist auch nichts drin oder so. Gut, dann müssen wir mal rüber. Kann ich die Bretter nicht zerhacken? Nein, sind wir zu blöd dafür. Okay. Okay. Ja, weiter. Ah, endlich hört das Geflacker auf. Was ist das? Was ist das da hinten? Ein kleiner Spiegel oder was? Schon wieder dieses Bild. Ich finde das blöd, wenn sich so Bilder dann immer wieder, oh, da ist Blut, wiederholen. Ich meine, habt ihr in eurer Wohnung zweimal das gleiche Bild hängen? Ich denke nicht. Naja, egal. Wir können es auch mitnehmen. Schön. Ach, toll, das Bild, oder? Weg damit. Oh, was? Was denn? Wer? Ey. Oh Gott, ich glaube, ich nehme die Schusswaffe, oder? Scheiße. Also das war jetzt fies, okay. Das war bösartig. Aber es kommt nichts. Es wollte mir eventuell nur Angst machen. Oh Mann. War das ich, oder? Oh, immerhin Leben. Ach, das ist eine Uhr. Jetzt sehe ich das erst so richtig. Okay, ja, die Spannung, also diese Atmo gefällt mir schon mal sehr gut. Ist eigentlich blöd, dass ich mit Teil 2 angefangen habe, oder? Teil 1 ist bestimmt auch gut. Müsste ich auch mal spielen. Wobei ich dann vielleicht von Teil 1 enttäuscht bin, weil ich den zweiten gewohnt bin. Wer weiß, wer weiß. Was mir in dieser Mod auch sehr gut gefällt, ist, dass die Gegner sich relativ zurückhalten. Also, es baut doch deutlich mehr auf Atmo auf, wie man hier sieht. Oh Mann, ich will den Fußspuren eigentlich gar nicht folgen, Leute. Oh Gott. Ja. Was? Alter, macht mich nicht fertig. Jetzt hat sich das Bild auch geändert. Das ist der Junge. Oh Mann. Da läuft was. Da läuft der Fernseher. Da ist was, oder? Alter, das ist irgendwas Großes. Über die Waffe. Wir haben ja mittlerweile auch mehr Muni. Oh, ich speichere auch nochmal. Was ist denn das? Ah, ah, das ist böse. Okay. Okay, das sieht eigentlich fast so aus wie diese typischen Half-Life-Zombies. Den machen wir jetzt. Alter, wie viel die aber auch aushalten. Unglaublich. Halt, wir laden nach. Okay, cool. Nichts passiert. Steh bloß nicht wieder auf. Keine Ahnung, kann ich dich eigentlich mitnehmen? Und verstecken? Ja, ich weiß, wir schauen mal seine Fresse uns an. Okay, eklig. Der ist ja... Oh, guckt euch an. Ja, das sind Details, die man gerne sieht, oder? Ach, schön. Okay, Papa haben wir also somit getötet. Der Klotz lief eh nichts Spannendes. Ih. Oh, Alter. Ja, da läuft was, oder? Wie ekelhaft! Hat man das Ding gesehen, wie es läuft und die Tür aufmacht, oder wie? Aber es ist nichts da. Ey, geil gemacht. Zu geil.
Okay. Bevor wir da durchgehen, schauen wir erstmal hier rein. Hallo? Jemand da? Kann ich hier irgendwas anstellen? Ein bisschen Life wäre nett. Oder noch mehr Muni. Oh Mann. Ja, Muni! Yay! Yay! Vor lauter Freude mache ich die Kartons kaputt. So. Okay. Ja, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wie lange ich schon spiele. Ich nehme einfach jetzt noch 5 Minuten auf, dann sollte es passen, oder? Das nächste Mal gucke ich dann auch auf die Uhr. Okay. Boah, wir kommen ja ganz gut voran bisher. Hi. nette Gastfreundschaft. Ja, da ist nix. Wow, okay, okay. Ich bin nicht runtergefallen. Alles cool. Alles cool. Ich weiß nicht. Ich muss wohl runter, oder? Da ist zwar irgendwie was in der... Was hängt denn da? Ach, so Stangen. Ich weiß nicht, ob ich da drauf kann, darüber. Ich muss bestimmt runter. Ich probiere es. Zack. Oh, nein. Ich habe es über die andere Seite geschafft, aber es bringt mir nichts. Gut, dann versuche ich nicht allzu tief zu fallen. Mal wieder dieses nervige Geflacker, ey. Kann da leider nichts dagegen machen. Okay, ich will da runter. So, ich möchte nicht an Fall Damage krepieren. Was? Ja, okay. Hat auch so ein bisschen was Silent Hillisches, findet ihr nicht? Also von der Otterworld meine ich jetzt. Ui, nein! Was ist denn? Okay, alles cool, alles cool. Da unten sehe ich eine Tür, da sollen wir wohl hin. Okay, ich versuch mal. Kann ich? Nee, geht nicht. Ich muss von da aus irgendwie runter, oder? Hallo? Warum kann ich hier nicht runter? Doch, geht. Okay. Gut, gut, gut. Ob ich mich darüber freuen soll, ist die andere Geschichte. Ja, sehr schöne Beleuchtung. Bist du verbrannt? Scheint so, oder? Wenn er jetzt die Augen aufmachen würde, ich würde kreischen, Leute. Ich würde so kreischen. Tu es nicht. Okay. Ich mache mir selbst so... Oh. Okay. Da liegt aber kein Baby oder so, oder? Da liegt ein Baby. Nee, das ist nur eine Puppe. Sag mir, dass das nur eine Babypuppe ist. Ja, das ist nur eine Puppe, wie ihr seht. Ein kleines Mädchen, das mit einer Babypuppe gespielt hat. Mädchen, ich habe da deine... Ey! Okay, okay, okay. Scheiße, da kommen zwei Monster. Ja. So, einer ist schon down. Laden wir nach. Komm, den töten wir auch schnell so. Ah, sehr schön, wie man hier die Schussfrequenz machen kann. Boah, der Clown hier. Nee, also von dem will ich mich echt nicht kratzen lassen. Okay, dieses Mädchen scheint so eine Art Geistermädchen zu sein. Vielleicht sollen wir ihr helfen. Vielleicht ist sie auf Rache aus. Wer weiß, wer weiß. Oh, da hängt sie. Ist eigentlich kein Mädchen, oder? Ist schon eine Frau. Danke für die Munition. Oh, nee, das ist sogar eine bessere Waffe. Ist das eine Magnum? Boah, geil, Leute, eine Magnum. Ich liebe Magnum. Aber wir bleiben bei der normalen Waffe natürlich. Ja, die hat sich anscheinend selbst umgebracht. Die Frage ist, warum? Ich weiß gar nicht, ob das so ein Spiel ist, wo es viel Sinn macht, sich eine Story zusammen zu basteln, aber ich muss das einfach machen. Ich höre sie heulen. Oh, ach Gott. Hey, komm, also... Oh Mann. Die spielt schon mit mir, die Frau. Ich mag das nicht. Naja, meine Taschenlampenbatterie ist übrigens bald leer. Wenn ich so weitermache, dann wird es erst richtig lustig, befürchte ich. Ja, gut. Gut, weiter. Hi, 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 hi. Ja, du auch. Hi. So, sehr schön. Ja, das hat viel Munition gekostet. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder ein bisschen mit der Axt rumrennen. Das haben wir. Ach, ich sehe gerade. Die Taschenlampe füllt sich ja doch enorm auf. Da müssen wir uns überhaupt keine Gedanken machen. Sehr gut. Okay, schon wieder das Bild mit dem Jungen.
Da ist ein Spiegel, den wir uns aber nicht... Nein, das ist ein Schrank. Da ist sogar eine Waffe drin. Sehe ich das richtig? Yay! Oh, scheiße. Hi. Okay, okay. Was bist denn du? Ey, du hältst viel zu viel aus. Was? Einen Lauf abfeuern, beide... Ah ja, okay, das kenne ich ja noch aus Half-Life. Ah, so eine Schotti, das ist doch das Geilste, wo es gibt, oder? Will ich mir aber auch noch aufheben. Ich renne noch ein bisschen mit der Axt rum, würde ich sagen. Aber der hat viel ausgehalten, das ist ein neuer Gegnertyp. Der sieht ja auch mörderhässlich aus. Erinnert mich so ein bisschen an die... Wie heißen die modifizierten da, die hässlichen da aus Dark Souls. Ich weiß gerade nicht mehr. Egal. So, hier haben wir ein bisschen Auffrischung. Oh, sehr geil, Leute. Oh, wie göttlich. Also, ich bin froh, dass ich auf normal spiele. Auf easy wäre es mir zu easy. Ich denke, da haben wir die richtige Wahl getroffen. Ja, noch mehr Muni. Das ist ja eine richtige Goldgrube hier. Okay. Wenn wir ja mal sauber machen wollen, haben wir auch hier das perfekte Mittel. Na gut, hier ist schon wieder ein verbranntes Kind, eventuell, keine Ahnung. Und sonst ist hier nichts mehr. Gut, dann ab mit uns. Die Tür ist schon offen. Warum eigentlich? Okay, wieder diese kleine Taps. Oh, oh Gott, oh Leid! Ah, oh, das war fies! Ah, wie schnell ist denn das? Warte mal, nein, da nehme ich doch lieber eine andere Waffe. Oh Gott, ist das schnell. Das springt mich an wie so ein wildes Tier. Also das war jetzt der schlimmste Schocker bis jetzt. Alter, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und ich will die Magnum nicht verschwenden, ich Idiot. Nein! Du Idiot, du sollst da auswählen. Mann. Oh Mann, das war fies. Okay. Welche... Ich weiß nicht, ist die Magnum stärker oder die Schotti? Ich werde jetzt einfach mit der Shotgun eine Weile rumrennen, weil wir da genügend Munition haben. Oh... Also ich hasse solche Fliegengegner, die einen anspringen wie so ein halber Affe, ey. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, wir sind ein gutes Stück vorangekommen und morgen geht's an dieser Stelle weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Nightmare House 2.